So, und jetzt zeige ich euch endlich den Sega Nomad in Action. Eine Kleinigkeit, die ich vorher, ich sage jetzt mal, wo ich mich falsch ausgedrückt habe, war das Problem, wenn man jetzt der japanische Sega Mega Drive Spiele auf einer Genesis oder auf einer normalen europäischen Mega Drive Konsole spielen will, das Problem mit dem Modulschacht. Und zwar, das, was ich jetzt zuerst gesagt habe, stimmt schon, also die Module sind anders geformt, das heißt, die haben da Abrundungen. Nur das Problem ist ja nicht die Oberseite, sondern die Unterseite. Also wenn man sich das europäische Mega Drive Modul anschaut, die sind genauso wie die Genesis Module, die sind unten so geformt und haben da halt eben diese Ausnehmungen oder diese Auskerbungen. Und dadurch passen es eben in ein Genesis-System bzw. in ein europäisches Mega Drive. Nur die japanischen Spiele sind halt eben abgerundet und das geht von oben bis ganz runter. Und deswegen sind es auf der unteren Seite anders geformt und das ist halt eben das Problem. Deswegen muss man halt eben den Modulschacht modifizieren oder eben so einen Adapter benutzen oder sonst irgendwas. Also das wollte ich nur kurz erwähnen. Gut, wir fangen an mit dem Spiel, also mit Golden Axe 2. Da kann ich euch nämlich diesen den Mode-Button in Aktion zeigen und außerdem kann ich euch auch gleich zeigen, dass auch europäische PAL-Spiele am Nomad spielbar sind. Aber halt eben, wie gesagt, mit der Faustregel muss man immer darauf aufpassen, funktioniert es bzw. hat es diesen Regionschutz oder nicht. Gut, was man jetzt gleich erkennt, der Bildschirm flackert, das kommt alles von meiner Kamera. Ich habe alle möglichen Einstellungen probiert, es wird nicht besser, das heißt, bitte das im Hinterkopf behalten bzw. berücksichtigen. Meine Kamera kann es nicht besser aufnehmen. Das Problem habe ich immer wieder mit Handheld-Spielen oder wenn ich Handhelds aufnehme. Also der Bildschirm, der schaut um einiges besser aus, wenn man wirklich das System in Händen hält. Also überhaupt das Geflackere, das kommt nur von der Kamera. Ja, bitte das berücksichtigen. Gut, okay, also ich habe jetzt nichts drückt, ich habe es einfach nur eingeschalten und wie man sehen kann, ich kann nichts machen, beziehungsweise ich kann das Steuerkreuz nicht wirklich benutzen. Wenn man jetzt schaut, mit der Y-Taste kann ich rauf und runter. Also, ja, ziemlich verkorkst, aber ich zeige es euch mal kurz im Spiel. Gut. Steuerkreuz macht absolut gar nichts. X ist links, Y ist runter und Z ist rauf. Und der Mode-Knopf ist rechts. Also das ist unspielbar, das Spiel. Aber jetzt drehen wir es nochmal ab. Jetzt drücken wir den Mode-Knopf und bleiben auch drauf. Also halten ihn gedrückt. Jetzt schalten wir es ein. Wir halten es immer noch gedrückt. Und bei Golden Axe müssen wir ein bisschen warten. So, ich glaube jetzt geht's. Drücken wir Start. Und ja, rauf runter funktioniert jetzt wieder. Ah, nehmen wir sie. So, und jetzt das Steuerkreuz funktioniert wieder. Also wie gesagt, so funktioniert das der Mode-Knopf, dass man hin und her schalten kann zwischen den zwei Modis, also 6-Knopf oder 3-Knopf-Controller. Das ist halt eben eins von den Spielen, die wir so unbedingt brauchen. Ja, okay, also jetzt habt ihr einen Eindruck davon mal gewonnen. Als nächstes zeige ich euch gleich das King of the Monsters, auch wieder europäisches, zumindest eine europäische PAL-Version von Mega Drive und da haben wir das gleiche Problem mit dem Controller wieder. Wir machen es ohne, dass wir den Mode-Knopf drücken, damit wir uns das Ganze anschauen. Ich finde es echt schade, dass die Kamera das nicht schöner aufnimmt, weil der Bildschirm ist wirklich um Häuser besser in Wirklichkeit, als was man da sieht. Okay, ich sollte Start drücken, um das Spiel zu starten und da tut sie gar nichts. Auch wenn ich die anderen Knöpfe alle drücke, da tut sie nichts.
Das heißt, wieder abdrehen, Mode-Knopf gedrückt halten, aufdrehen. So, wir halten ihn noch immer. Und jetzt soll es gehen. Ja, jetzt können wir Start drücken und zack. Jetzt können wir sogar spielen. Ich sage gleich, ich bin sehr schwach in dem Spiel, aber ich möchte es auch nur kurz herzeigen. Ich möchte es nicht reviewen oder durchspielen oder sonst irgendwas. Okay, jetzt habt ihr es auch gesehen. Gut, als nächstes machen wir mal ein Genesis-Spiel, und zwar dieses hier, Outlander. Ich habe auch schon vorher kurz drüber gesprochen gehabt. Das ist ein ziemlich cooles Spiel, also mir gefällt es sehr gut. Warum? Weil es eigentlich Mad Max ist. Und das Spiel wurde von Mindscape gemacht. Und Mindscape hat damals Mad Max am NES veröffentlicht. Und wie es an dem Projekt gearbeitet haben, haben sie aber die Lizenz von Mad Max verloren und deswegen haben sie es dann umbenennen müssen. Ich habe es also auch vorher erwähnt gehabt, das ist auf dem Genesis erschienen und auf dem Super Nintendo. Ich habe aber die Genesis-Variante um ein Eizer lieber. Warum? In den Fahrlevels hat man eine Ego-Perspektive und die gefällt mir einfach viel besser. Auf dem Super Nintendo hat man nämlich so eine Rückansicht. Ist auch cool, aber ja, also wie gesagt, Ego-Perspektive finde ich um einiges cooler. Aber ich muss zugeben, die Farben sind ein bisschen besser am Super Nintendo und die Steuerung ist auch ein wenig besser gemacht am Super Nintendo. Aber ansonsten, geiles Spiel. Und ein extrem langes Spiel. Also durchgespielt habe ich es auf gar keinen Fall. Ich habe mir es mal angeschaut auf YouTube. Ich weiß gar nicht, man braucht aber ewig fast, dass man es durchspielt, weil es so viele Level gibt. Okay, gut, jetzt habt ihr einen Eindruck gewonnen davon. Und ja, spaßhalber zeige ich euch das jetzt noch, Dune 2. Und somit kann ich euch zeigen, dass auch das Sega Nomad regionsgeschützt ist. Nicht region free. Da, bitteschön. This cartridge is for sale and use in Europe only. Okay. Gut, also wie gesagt, wenn am Bildschirm, der schaut in Wirklichkeit viel besser aus. Und auch eine kleine Zusatzinformation, wie Nintendo wollte jetzt schon sagen, wie Sega am Nomad gearbeitet hat, wollten sie eigentlich, oder beziehungsweise sie haben mit dem Gedanken gespielt, dass sie dem System einen Touchscreen spendieren. Nur haben sie sich dafür dann, also dagegen entschlossen gehabt, weil der Touchscreen, also die Technologie war damals ziemlich teuer, und wenn sie das wirklich gemacht hätten, dass sie im Nomad einen Touchscreen spendiert hätten, dann hätte der Verkaufspreis nicht bei $180 gelegen, sondern dann hätten sie auf jeden Fall $280 dafür verlangt, und im Endeffekt, wie gesagt, haben sie sich dagegen entschieden. Wer weiß, was daraus geworden war, wenn sie es gemacht hätten, aber das ist zum Beispiel eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Und ja, heutzutage einfach, das Sega Nomad ist ein Sammlerstück geworden und Leute lieben es, den Sega Nomad zu modifizieren. Einer der Lieblingsmodifikationen oder der Lieblingsmod von vielen Leuten ist der sogenannte LCD-Mod. Das heißt, dass man das alte Display austauscht gegen ein Display aus der heutigen Zeit, mit der heutigen Technik, und natürlich eben auch die Regionschalter werden gern gemacht, oder dieses 50-60 Hertz Schalter. Dann habe ich auch schon Varianten gesehen, die haben den fehlenden Reset-Knopf auf einmal einbaut gehabt und so, also ziemlich coole Geschichte. Und wie ich mal
wie ich auf der Suche war nach einem Sega Nomad, habe ich einfach, ich habe wirklich sehr oft gelesen online, ja, man sollte sich unbedingt sofort den LCD-Mod reinhauen, also den Bildschirm austauschen, weil der Originalbildschirm ist so schlecht, der hat die gleiche Qualität wie der Monitor oder beziehungsweise wie der Bildschirm vom Sega Game Gear. Und ich muss ehrlich zugeben, der Monitor vom Sega Game Gear, also das Display ist wirklich nicht besonders und da hat man wirklich die Probleme mit Ghosting und Blurring, also dass die Farben verwischen und die ganze Grafik eben verwischt, wenn sich viel bewegt am Display. Und wie ich dann aber in Nomad gekriegt habe, muss ich zugeben, da, also an sich, ich wollte auch unbedingt diesen Mod machen, da ich gern meine Lötfertigkeiten und sowas verbessern will und halt eben, weil es mehr oder weniger sogar ein leichter Mod ist vom Aufwand her und von den ganzen Materialien. Nur wie ich dann halt eben in Nomad gekriegt habe, ich war so beeindruckt von der Qualität vom Bildschirm. Ich meine, ja, es gibt auch hier und da, es kommt aufs Spiel darauf an, gibt es immer wieder Ghosting oder Blurring, aber es fällt lange nicht so stark ins Gewicht wie auf einem Sega Game Gear. Und ja, also wie gesagt, am Anfang wollte ich unbedingt diesen Mod machen und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, weil, ja, wie gesagt, ich wollte das Original, die Original-Hardware jetzt nicht wirklich verändern, weil ich finde es so wie es ist, ist eigentlich ziemlich cool. Aber ich muss zugeben, ich bin auch ein bisschen auf den Guster gekommen, ein bisschen herumzumodifizieren und habe mich dann auf die Suche gemacht nach einem anderen Sega Nomad und ich habe sogar wirklich noch einen zweiten Mal gattert. Ja, ich weiß, oder beziehungsweise es stimmt, ich bin so krank. Aber ich sag gleich, also der Nomad, der war kaputt. Also da war der Bildschirm war hinüber, wenn man den eingeschalten hat, der war komplett weiß, also auf extrem auch noch. Und die Helligkeit, also das Helligkeitsrädchen war komplett runterbrochen von der Platine. Hat aber jetzt nichts mit dem hinnigen Bildschirm zu tun gehabt. Also das hat man schon noch irgendwie ausprobieren können, aber das hat mit dem jetzt nicht ganz zusammengehängt. Und ja, er war auch in einem sehr schlechten Zustand. Also beziehungsweise von außen hat er sehr gut eigentlich ausgeschaut, nur wie ich ihn aufgemacht habe. Also das Innenleben des Nomads war Katastrophen, denn der vorige Besitzer muss ihm irgendwann einmal extrem schlecht gelagert haben. Da haben nämlich irgendwelche Insekten drin rumgenistet und da war ja jede Menge Larvenreste waren da drinnen und Füße von irgendwelchen Insekten und andere Körperteile und was weiß ich was alles. Und da ist auch eine Metallplatte drinnen, also so ein Shielding, was die zwei Platinen voneinander trennt oder halt eben, ja, dass da nichts passieren kann oder so irgendwas. Und das war auch schon extrem angerostet, das heißt alles da reparieren. Und wie gesagt, dann habe ich halt eben diesen LCD-Mod gemacht und ich habe dem Nomad auch noch einen Regionschalter spendiert, beziehungsweise den sogenannten 50-60 Hertz Schalter habe ich ihm spendiert und der ist jetzt da unten dort, wo eigentlich die Helligkeit, also das Helligkeitsrädchen gewesen war. Dadurch, dass das sowieso schon hier gewesen ist oder runterbrochen war, habe ich da jetzt die Öffnung gehabt. Das heißt, da habe ich nichts jetzt bohren müssen oder sonst irgendwas, weil das ist auch so eine Sache, die finde ich ist nicht so besonders, wenn man jetzt da irgendwelche Systeme anbohrt oder was und neue Anschlüsse hinhaut oder sonst irgendwas. Okay, aber der Grund, warum ich es jetzt eigentlich erwähnt habe und das Ganze ist das, ich wollte euch nämlich auch einmal kurz den Bildschirm zeigen von dem Nomad und ich sag gleich, auch da ist das gleiche Problem mit der Qualität, dass die Kamera das einfach nicht wirklich gut aufnehmen kann. Aber ich zeige euch jetzt noch einmal kurz Outlander, vielleicht durch das Ganze nebeneinander stellen, dann mit dem Schneideprogramm oder was, mal schauen. Und das AV1 oben, das geht weg, so wie jetzt da gerade, das ist normal, wenn man diesen LCD-Mod macht. Thank you.
Gut, jetzt habt ihr das auch einmal gesehen und ich habe noch geachtet, dass das auch funktioniert mit dem Regionsschalter. Nehmen wir noch einmal die und 2. Schalte es einmal auf europäisch gleich um. Nur ich muss dann wieder zurückschalten. Also ich bin nicht perfekt mit meinen Lötkünsten oder sonst irgendwas und da gibt es irgendwelche Farbprobleme. Außerdem, wenn man es auf 60 Hertz dann wieder umschaltet, dann rennt es auch in einer gescheiten Geschwindigkeit. Und ja, aber wie gesagt, so sieht man einfach, dass Dune 2, obwohl es eigentlich nicht für Nomad gemacht worden ist, beziehungsweise für Genesis-Konsole, kann man trotzdem drauf spielen. Aber das war eh den meisten schon klar, dass man die ganzen Systeme modifizieren kann. Dune 2 ist überhaupt das Spiel, das habe ich geliebt am PC, das habe ich auch dort durchgespielt, aber nur mit den Harkonnen. Das ist mein, außerdem meine Lieblingsrasse, weil es eigentlich die geilsten Einheiten hat. Mit den Atreides, glaube ich, habe ich es halb durchgespielt, mit den Orders bin ich überhaupt nicht allzu weit gekommen. Aber mit Haus Harkonnen liegt man nie falsch. Bau beendet. So, jetzt habt ihr es auch gesehen. So, und ganz zum Schluss, das Letzte, was ich euch zeigen wollte, ist das, was ich vorher schon erwähnt habe. Das heißt, man kann einen Sega Nomad ganz normal anschließen mit einem Kabel von Mega Drive 2, AV-Kabel von Mega Drive 2 oder Genesis 2 und kann seine Genesis-Spiele bzw. Mega Drive-Spiele auch am Fernseher spielen. Und wir wählen auch den Zwei-Spieler-Modus aus. Den kann ich auch noch zeigen. Wenn ein zweiter Controller angeschlossen ist, kann man ganz normal zu zweit spielen und eben das System benutzen wie eine Sega Genesis-Konsole. Oder eben Mega Drive-Konsole bei uns, wie es heißt. Wow! Da, ziemlich coole Geschichte. So, da jetzt, wo ihr den Sega Nomad in Aktion gesehen habt, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die ich erwähnen will. Und zwar, wie ich am Anfang schon erzählt habe, ist das Sega Nomad 1995 veröffentlicht worden, und zwar nur in Nordamerika, und zwar für einen Preis von 180 US-Dollar. Aber dadurch, dass sich das System am Anfang extrem schlecht verkauft hat, haben sie den Preis ganz schnell runter reduziert auf 80 US-Dollar und hat auch nicht wirklich den Verkaufszahlen geholfen, deswegen haben sie das System dann 1997 eingestellt, also da haben sie die Produktion des Sega Nomads eingestellt. Es ist geschätzt worden, dass ungefähr 1 Million Einheiten verkauft worden sind vom Sega Nomad und ja, also es, wenn man sich jetzt da anschaut, im Vergleich mit anderen Handheld-Systemen sind 1 Million verkauften Einheiten, ja, nicht gerade die Welt, das sind ziemlich schlechte Verkaufszahlen, aber man darf eins nicht vergessen, der Sega Nomad hat, also der gehört in eine ganz andere Kategorie als jetzt andere Handheld-Systeme wie der Nintendo Game Boy oder Sega Game Gear, weil diese Handheld-Systeme, die hatten ihre eigene Spielebibliothek, das heißt, das sind eigene Spiele für diese Systeme rausgekommen. Das war eine eigene Geschichte einfach. Und der Sega Nomad, das ist einfach nur eine tragbare Variante einer Heimvideospielkonsole. Da hat es keine eigenen Spiele dafür gegeben. Und in diese Kategorie gehört zum Beispiel das Ding dazu, und zwar das ist der Turbo Express, und das ist eine tragbare Variante der Heimvideospielkonsole TurboGrafx-16. Das gleiche Gerät wurde auch, das kam in Nordamerika auf den Markt 1990, und das gleiche Gerät wurde auch in Japan veröffentlicht, nur dort hat es PC Engine GT geheißen und das war halt eben die tragbare Variante einer PC Engine. Da hat es dann auch noch gegeben die PC Engine LT, aber das war halt eben eine Art abgegradete Variante von PC Engine GT. Auf jeden Fall von der PC Engine GT und Turbo Express, da wurde auch geschätzt, dass insgesamt 1,5 Millionen von den Systemen verkauft worden sind oder von den Geräten. Und
Das ist ziemlich knapp, wobei man da halt eben noch dazu rechnen müsste, dass das die Verkaufszahlen von Japan und Amerika also zusammengewürfelt worden sind. Und das war wie gesagt ja nur am amerikanischen Markt. Da hat es dann noch ein anderes System gegeben, das hat GameX geheißen. Das war eine tragbare Variante der Nintendo Famicom. Ist aber keine, also es war kein offizielles Produkt von Nintendo, sondern das wurde von einer Firma veröffentlicht, die Redent geheißen hat, und zwar 1989, so viel ich weiß. Und ja, kann man jetzt aber auch, also ich weiß keine genauen Verkaufszahlen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt da auch so viele Einheiten verkauft hat für das, wie es heute selten ist. Und wenn man sich jetzt nur die zwei anschaut, also von den Verkaufszahlen her sind es ziemlich gleich. Also wie gesagt, da glaube ich nicht einmal, dass man jetzt wirklich von einem Fehlschlag reden kann, weil die gehören einfach in eine komplett andere Kategorie. Ich meine, der Nintendo Game Boy, wie gesagt, da habe ich irgendwo gelesen, ich glaube 118 Millionen Einheiten, aber wie gesagt, das war ein eigenes Videospielesystem, es war ein eigenes Handheld-Videospielesystem und das, da hat es keine eigenen Spiele dafür gegeben. Das heißt, von dem her, ja, weiß jetzt da gar nicht, ob man jetzt wirklich sagen kann, das sind so schlechte Verkaufszahlen. Gut, ein paar Gründe, warum jetzt das Sega Nomad sich nicht so gut verkauft hat. Also Nummer 1 war mal hauptsächlich der Grund wegen die Batterien, weil 1 bis 2 Stunden Spielzeit mit brandneuen Batterien ist extrem schlecht. Wie gesagt, ich glaube wirklich, das ist der Handheld mit der schlimmsten Batterielaufzeit. Aber ich glaube, der größere Grund war einfach das, es war zu spät. Also 1995, da war dann der Gameboy, würde ich schon sagen, der Genesis und der Mega Drive, die waren am Ende ihres Lebenszykluses und zu dem Zeitpunkt war schon der Sega Saturn draußen, die PlayStation war draußen, also da haben schon die ganzen 32-Bit-Systeme durchgestartet und ja, es war einfach das, die Leute wollten halt eben was Neues haben und nicht einfach nur, hey, die alte Technologie, nur jetzt ist tragbar, so auf die Art, sage ich jetzt einmal. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, also hätten sie das Sega Nomad 1993 veröffentlicht oder vielleicht sogar 1994, wären die Verkaufszahlen besser gewesen. Und was auch noch dazu kommt, ich finde es echt schade, dass das Ding nicht in Europa veröffentlicht worden ist, da in Europa Sega sehr populär war, beziehungsweise das Mega Drive war sehr populär und überhaupt war Sega sehr erfolgreich in Europa. Deswegen verstehe ich eigentlich nicht, warum sie es nicht bei uns auch rausgebracht haben. Aber ja. Kann man jetzt nichts machen, kann man nur mutmaßen. Gut, falls jemand Interesse hätte, sich ein Sega Nomad zuzulegen, man kann auf eBay mit Preisen rechnen zwischen 60 bis 300 Euro. Da kommt es natürlich darauf an, in welchem Zustand, dann ob mit Originalverpackung und vielleicht schon sogar Spiele dabei und sonst irgendwas. Theoretisch würde ich es allen empfehlen, das heißt Sammlern und Videospielern. Nur im Endeffekt, ich kann es nur wirklich Sammlern ans Herz legen. Die meisten brauche ich es nicht einmal sagen, weil das Ding ist einfach heiß begehrt unter Sammlern. Was jetzt für einen normalen Videospieler, wenn es nun spielen geht oder was, ich meine, das ist eine tragbare Variante der Sega Genesis. Ne? Als Sega Genesis kann man einiges billiger bekommen als jetzt ein Nomad und wenn es jetzt nur darum geht, hey, ich möchte Genesis-Spiele oder Mega Drive-Spiele unterwegs zocken oder sonst irgendwas, da gibt es, vor einigen Jahren sind die rausgekommen, da gibt es solche Klonsysteme, glaube ich, nennt man die. Das ist auch so ein kleiner Handheld und da sind meistens eh schon 20 Spiele also 20 Spiele eingebaut, sagen die Leute ja, also die sind schon drin im System und die haben dann hinten eh einen Modulschacht und dort kann man, so viel ich weiß, sogar wirklich region-free spielen, also dass da alle Regionen gehen, dass man Genesis und die Mega Drive Spiele, ob es japanische oder europäische sind, ist da wurscht, also da kann man alles drauf spielen. Das Einzige, was mir jetzt auf die Gachen einfällt, ist das, dass die Monitore oder die Bildschirme sind nur mal ein Zoll kleiner als jetzt da von Sega Nomad. Aber wie gesagt, das würde ich sogar eher noch empfehlen, wenn es nur ums Spielen geht, wenn es jetzt da keine Sammler seid, dann würde ich mal sowas anschaffen, das ist meistens billiger, das ist meistens sogar noch brandneu und ja, findet man leichter als jetzt dann Sega Nomad. Die Dinger sind auf der einen Seite selten, aber auf der anderen Seite sind es gar nicht mal so selten, aber ja.
Gut, aber jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt von meiner Review vom Sega Nomad oder Sega Genesis Nomad, wie er ja eigentlich heißt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe wirklich, es war informativ für euch. Mainframe, gell? Tschüss. Baba.